Schon wieder. Okay. Ich hätte schon gerne die Fledermäuse. Da müssten noch irgendwo welche sein. Aber ich sehe keine mehr. Na gut. Vielleicht zusätzlich noch ein Bug, dass sie schwer zu sehen sind. Okay, der ist auch verbuggt. Das war zu früh. Ja, genau deswegen. Blöde Bugs. Und jetzt ist hier nichts mehr? Ist das der Schluss? Hier scheint absolut gar nichts zu sein. Auch nichts versteckt im Wasser oder so. Speichern. Kommt man da vielleicht irgendwie richtig gut hoch? Leider nicht. Dafür ist unsere Akrobatik-Skill offenbar zu schwach. War da gerade was zu sehen? Ich glaube, da ist was da oben. Okay, mich interessiert nur, ob da oben was ist, Leute. Wenn da etwas ist, werde ich nicht holen, weil ich nicht hochkomme. Aber ich würde gerne mal da oben nachsehen wollen, was hier wäre. Nein, hier ist tatsächlich nichts. Dann habe ich mich versehen. Schade. Denn mit einem höheren Akrobatik-Skill kommt man da garantiert nach oben. Ja, aber wo geht es denn dann weiter? Hier ist auch nichts. Na gut, dann gehen wir wieder. Waren zumindest ein paar Skillpunkte für unsere Angel. Ein paar Pfeile haben wir auch verbraucht. Nicht für unsere Angel, für unsere Bogen. Das Vorgebirge. Ja, das ist meine Angel. Vielen Dank. So, kommt. Wenn ihr wollt, bringe ich euch jetzt über die Grenze. Okay. Gut, steigt ins Boot. Lebt wohl. Okay.
Marek war sehr froh über die Angel, jetzt bringt er mich über die Grenze. Marek hat mich über die Grenze gebracht. Ich sollte jetzt zu Gegner Stormwind weiterreisen, um mich nicht von der Grenzwache sehen lassen, zumindest solange ich hier nicht erwünscht bin. Muss ich hier entlang? Fort Runan, Kloster Ion, Gron, Stormwind, südliches Grenztor, Nembrist. Also ich muss da entlang. Okay. Schütze-Skin, Leute. Eine Wehrtrim-Rune, die habe ich, glaube ich, noch, oder? Ja, genau, die lässt mich schneller gehen. Oder ist das eine andere? Ach, keine Ahnung. Immer noch 124 Pfeile, wie geht denn das? Ah, plötzlich sind es 116. Der sieht irgendwie riesig aus. Ach, Schläger. Er macht nicht viel Schaden, aber hält viel aus. Beziehungsweise ich treffe schlecht. Oder beides. Schätz hat sich auf 22 Punkte verbessert. Ich soll drasten. Leichte Rüstung hat sich auf 12 Punkte verbessert. Ich sollte wieder rasten. Ein Treffer, wenn er noch macht. Okay. Ich nehme einen Heiltrank. Ich hatte gehofft, ich musste nicht. Aber das wird dann doch zu riskant, dass ich doch noch sterbe. Ja, ich wäre sowas von gestorben. Er lebt halt immer noch, dieser Hakschläger. Erwischt. Eine AK-Rune.
Die gibt uns doch was. 56 Gold, Kobolthaut, 8 Stahlpfeile wieder. So, darauf drücken, aktivieren. Ich halte jetzt mehr aus. Die Konstitution hat sich erhöht. Das heißt, dass die Schnelligkeit vorhin erhöht wurde, das war Zufall. Zweimal. Cool. Also diese Runen gefallen mir, Leute. So, irgendwas wollte ich machen. Was war es denn? Ah ja, rasten. Bist geheilt. So, Stufe 4. Wir erhöhen einmal Glück. Beeinflusst in geringem Maße alles, was ihr tut. 53 Punkte. Dann am meisten Punkte kriegen wir bei Schnelligkeit und Intelligenz. Da hätten wir am wenigsten Punkte bei Intelligenz. Also geben wir das. Bestimmt euren maximalen Magiewert. Und die wenigsten Punkte haben wir bei Charisma und Willenskraft. Da kriegen wir die meisten Punkte bei Willenskraft, nicht 4. Beeinflusst eure Widerstandskraft gegenüber Magie und eure maximale Ausdauer. 54 Punkte. Sehr schön, das heißt, wir haben jetzt mehr Mana, mehr Ausdauer, halten ein bisschen mehr gegen Magie aus und allgemein mehr Glück. Gefällt mir. Und Intelligenz hat aber immer noch Schaden, verdammt. Naja. Aber ich kann ja, könnte jetzt wieder ein bisschen was tragen. Hier gibt es Äste. Okay. Zerstörung hat sich auf 12 Punkte verbessert. Eine Ente. Wow, okay, das Zeug, das wiegt halt wirklich viel. Wir machen nochmal Alchemie, Leute. Wir nehmen die Koboldhaut und die Kartoffel. Das Weißbrot und Wolfsflugblütenblätter. Und jetzt geht es nicht mehr. Naja. Wir können zumindest wieder weiterreisen. Und das Zeug hier sollte auch wieder etwas billiger sein, leichter sein. Den Baum, dafür habe ich leider keine Axt. Der Pilz ist zu glitschig. Hä? Naja. Gehen wir weiter. Schade, dass ich den nicht nehmen kann. Wie könnte ich doch den Baum wegmachen? Was liegt denn da? Wieder ein Ast? Ja. Da vorne liegt etwas. Ein Holzscheit. Wir haben endlich Holzscheit, Leute.
heißt der? Ah, da, er sieht aus wie eine Fackel. Okay. Archimie hat sich auf 18 Punkte verbessert. So, jetzt würde das noch gehen, das und dann geht nichts mehr. Und plötzlich wiegen wir wieder 246 Kilo. Also ganz, ganz wenig. Noch ein Holzscheit. Hab ich gerade ein Kobold an? Nur einer. Ich hab den Falschen erschossen. Dahin. Gott, keine Zeit für dich, Kobold. Okay, von mir aus. Vielleicht mache ich bei Hasen ab sofort Magie. Wenn sie treffen, dann ist es tot. Hoffentlich hängt er hier wieder an irgendwo. Ja, definitiv. Hier gibt es noch Pilze. Athletik hat sich auf 30 Punkte verbessert. Holzscheite, das ist ein Ast. Ein Gitter. Okay. Na, ich kann es aufmachen. Ich weiß nicht, ob ich das aufmachen lassen sollte. Gehen wir einfach mal weiter. Geben wir noch mal Pilze. Noch mehr Holzscheite, noch mehr Pilze. Also hier geht es nach Kloster Ion und Gron. Nembrest, Tredoma und Nordrand geht es dahin. Und hier nach Stormwind. Stormwind ist da. Toll. Lorath, Fort Ronan, Bregen, Nordron und Burg Grelz. Ich möchte da mal hin, Leute.